Welcome to Phoenix County und damit herzlich willkommen und damit herzlich willkommen und damit herzlich willkommen und damit herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games auf Phoenix County. Ja, mit Jader, allein, Marvin, ey, oh fuck, ich habe Marvin gar nicht angeschrieben, tut mir leid. Ah, mit dem Hacker. Juhu, es wird eine schöne Runde. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt dann schon wieder am Spawn direkt gehittet werde, ist das sehr löblich. Junge, Alter. Ist dir das nicht peinlich? Geil. Da ist jemand hinter mir. Mit Schwert. Okay. Haha, scheiß Hacker, du dummer Hurensohn, Mann, was kannst du eigentlich? Nice, Alter, nice. Das macht jetzt schon wieder Bock. der Server ist so down. Warum spiele ich hier? Ich hab keine Ahnung. Ja. Jedenfalls gibt es nichts zu bereden. Aber ich kann ja darüber reden, dass es nichts zu bereden gibt, von daher ist das kein Problem. Nein, ich kann jetzt halt eigentlich so spontan mal das Thema aufgreifen. Commentaries bzw. Entwicklung der gesamten PvP-Szene. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, insbesondere bei Hive, bringt doch so ziemlich keine Person mehr normale Commentaries. Und ich denke, dass das so ein bisschen auch der Teil davon sein wird, dass der Server nicht mehr... Ach du Scheiße, ja. Was ist denn mit dem los? Jo, der hatte Stuff, Mann. Dafür, dass er ein Brandy war. Ziemlich guten Stuff. Hat mich aber auch nicht sonderlich gut angestellt. Naja, egal. Jedenfalls... ist sich vielleicht schon aufgefallen oder auch nicht, dass es auf Hive fast keine Commentaries mehr gibt von YouTubern, die größer sind und auch allgemein nicht mehr sonderlich. Ich meine, wer macht jetzt so ein Video, wie ich es mache noch? Es macht so gut wie keine mehr so ein Video in dieser Art aus. Es ist ein Gomme-YouTuber, der beispielsweise immer Commentaries macht und jetzt halt mal Hive spielt. Aber ansonsten hast du da eigentlich nicht mehr wirklich diese Stammspieler, die immer spielen, die auch YouTube machen, die dadurch groß geworden sind. Das hast du einfach nicht mehr. Und okay. Wie dumm kann man sich denn bitte gegen den Spieler anstellen, Alter? Ich check's nicht. Und wie wenig Hits kann ich als Spieler bekommen? Das ist auch nicht mehr feierbar. Aber nun gut. Und ich denke, das wird so ein bisschen Teil einer Todesspirale sein, wie ich es nenne. Quasi eine Spirale, in der sich alles verschlechtert, also indem das eine das andere immer weiter runterschaukelt, heißt es weniger YouTuber und größere Personen spielen auf dem Server, hat zur Folge, dass der Server weniger Aufmerksamkeit bekommt, mehr Spieler sich sammeln oder beziehungsweise mehr Spieler übrig bleiben, die halt asoziales Spielverhalten an den Tag legen. Denn so Leute, die YouTuber feiern, sind in der Regel weniger die großen Tryhards. Ich weiß jetzt nicht, ob ich selber als ein solcher sprechen kann, aber wenn ich ein Game tryharde... Nee, kein Team. Dann schaue ich irgendwie an sich... Also gut, nein. Ich bin jetzt an sich... Oh, scheiße. Wie soll ich denn mit dem umgehen, Alter? Yo, Mann. Wie soll ich denn mit dem umgehen? Ach du Scheiße, Alter. Hatte der irgendwas? Ja, ein Crafting Table brauche ich manchmal. Also, ja, ich wiederhole mich jetzt zum 10. Mal. Ich als YouTuber, ich als Spieler, der aktiv spielt, schaut solche YouTuber eher. Aber ich denke mal, dass solche YouTuber... nicht YouTuber, Spieler, die eher unfair spielen und halt, keine Ahnung, scheiße drauf sind, auch weniger in die Community integriert sind an sich, sondern eher so einen zweiten Community-Teil bilden, der eher asozial ist und ja, der bleibt dann halt eben übrig, denn hört ein YouTuber auf zu spielen etc., dann werden auch langsam die Abonnenten und die Zuschauer aufhören, auf dem Server zu spielen.
und infolgedessen wird der Server unbeliebter und es kommen auch weniger neue YouTuber auf den Server. Und so geht das dann halt eben immer wieder weiter. Warum bringt mich so ziemlich jeder Randy immer auf ein Herz oder sowas? Ich check es nicht, aber okay. Liegt vielleicht am Shader, ich habe um ehrlich zu sein keinen Plan. Und ja, mittlerweile sind wir auf einem Punkt, auf dem dann eben der Extremfall der Fall ist. Es spielt so gut wie überhaupt kein YouTuber mehr aktiv auf dem Server. Es ist auch kein einziger größerer YouTuber mehr in die Szene ansatzweise integriert. Früher war es noch TimGamer, an dem man sich so ein bisschen gehalten hat. Beziehungsweise hat sich dessen Position dann eher so ein bisschen, keine Ahnung, zu so einer falschen Position erstreckt. Heißt, er ist eine Person geworden, die oft kritisiert wurde, über die sich auch lustig gemacht wurde, die teils oft getargetet wurde oder ähnliches. Das war dann letztendlich gar nicht mehr so, ja, gar nicht mehr das, was früher beispielsweise mit Phasen oder Killer, Veririum, Julex der Fall war. Na komm. Ja, machst du sehr gut. Machst du sehr gut. Jetzt versuche ich immerhin den noch schön mit Rods zu versorgen. Yay. Yeah. Da haben wir die Runde gewonnen. Es war nicht sonderlich spannend. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte ich gemacht habe. Aber es waren ein paar ganz okay Kills dabei. Bezüglich FNS-Play und so weiter. Mit Shader ist es auch immer ganz nice, finde ich zumindest. Bisher wurde mir in den Kommentaren ja nur gesagt, dass ich weniger Shader bringen soll. Aber nun gut. Jetzt ist es eben anders. Früher beispielsweise gab es auch noch immer viele Sachen zu bereden, die man dann hat man dann nach der Runde so ein bisschen noch im Hub rumgelaufen. Ja, das ganze Spiel hat sich halt geändert. Ich denke, das dürfte jedem aufgefallen sein, nicht nur mir. Und ja, ich wie gesagt bin so ein wenig der Meinung, dass es teilweise daran liegt, dass eben die ganzen Leute, die die quasi neuen Spieler, neuen PvP-Spieler auf den Server gebracht haben, weg sind. Und das Ganze sich dazu eben. Julia, kannst du bitte nicht kommen, während ich ein Video mache? Ich lasse es jetzt übrigens drin, du bist auf YouTube, viel Spaß damit und tschüss.